Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Atlantis Box von Richter. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Atlantis von Richter, das Ganze am 14. Februar 2019 erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, Atlantis von Richter. Diese Box gab es regulär nicht zu kaufen, also nicht über Amazon oder nicht normal im Laden, sondern wirklich nur exklusiv über den Richter bzw. den Ecstasy Shop. Gut, wir haben hier einmal den Albumtitel Atlantis, dann haben wir hier das Richter-Logo, das R mit dem Flügel dran. Und dann haben wir hier den guten Mann abgebildet in schwarz und blau. Sieht so aus, als wäre er hier unter Wasser, passend zum Albumtitel Atlantis. Und es sieht so aus, als würde er hier ja entweder ertrinken oder schreien. Also für mich sieht es eher so nach Wut und Schreien aus. Und dementsprechend steigen hier die Luftblasen rauf. Auf der Seite lesen wir Atlantis. Links und rechts gibt es ja noch das Richter-Logo. Dann lesen wir hier Ecstasy. Was wir hier, ja genau, hier sogar auch als Tattoo sehen. Rechts dann wieder der Albumtitel plus die zwei Richterlogos und hier dann nochmal Ecstasy. Auf der Unterseite hier das Ganze in Rot und Weiß. Und was haben wir hier? Tracklist? Nein, es ist keine Tracklist, es ist auch kein Boxinhalt. Es ist der Werdegang, also die Diskografie von Richter. Das sieht man auch selten, also so der Abschluss jetzt quasi mit Atlantis. Es ist ja laut eigenen Angaben sein letztes Album. Ja, ich denke mal, dass irgendwann mal das Ganze auch noch fortgesetzt wird, aber jetzt für die nächste Zeit wird es wohl das Finale, das letzte Release bleiben. Da haben wir unter anderem EPs, Sampler, aber natürlich auch diverse Alben von Richter. 2006 bis 2018, danke für die schöne Zeit. Okay, also, das hier nochmal so ein Best-of, so ein bisschen Melancholie seines Werdegangs. Von innen das Ganze in Blau und Weiß. Die Box an sich ist etwas dünn. Also ihr seht vielleicht selbst, die Wände sind nicht allzu dick und es ist so eine Pappbox. Und das Ganze meines Wissens auch in Eigenregie entstanden. Dementsprechend die Aufmachung nicht ganz so dick oder nicht ganz so hochwertig. Aber es kommt ja auch eher auf den Inhalt an. So, wir haben hier einmal eine Bonus-EP, die Ich bin ich EP. Dann haben wir natürlich das Album an sich, Atlantis, ein Büchlein, diverse Sticker, drei Stück, wenn ich sie richtig lese, wenn ich sie richtig sehe, drei Stück, eine Autogrammkarte, dann haben wir hier eine Auszeichnung und eine Fahne. So, jetzt ist die Box leer, von innen wie auch von oben in diesem Weiß gehalten. Und eben hier entsprechend das Rot eingeklappt. Genauso wie hier am Boxdeckel das Blau eingeklappt war. So, wir packen die Box mal zur Seite. Dann haben wir hier diverse Sachen noch in Folie. Wir haben hier die Fahnenfolie, das Büchlein, das Album und auch die EP. Werden wir mal alles aus der Folie befreien. So, wir fangen an mit der EP. Ist immer so eine Sache bei diesen Papphüllen. Da lasse ich mir lieber etwas mehr Zeit und bin ein bisschen vorsichtiger beim Öffnen, denn es ist leider schon häufiger passiert, dass ich dann irgendwie die Folie zu hektisch abgemacht habe und dann diese Papphüllen, die leider echt etwas, ja, etwas fragil sind, dass sie irgendwie zu Schaden gekommen sind, aber es sieht gut aus. Ich glaube, hier haben wir keinen Knick drin. So, dann haben wir das reguläre Album, das im Super Jewel Case kommt. Holen wir auch mal aus der Hülle, aus der Folie. Worauf ich schon sehr gespannt bin, ist dieser Boxinhalt hier, das Buch. Müssen mal schauen, dass wir hier ein bisschen das Plastik zusammendrücken. Dann lässt sich das hier auch gut aufschneiden. So, und als letztes dann die Fahne. Das ist hier einfach so mit Klebestreifen zugemacht. Jawohl. Gut. Dann würde ich sagen, starten wir wie immer mit dem Album an sich. Der Rest kann derweil zur Seite.
So sieht das aus. Es ist wie das Boxcover gehalten, allerdings etwas rangezoomt. Also hier dann etwas näher das Gesicht, der Oberkörper von Richter abgebildet. Darunter haben wir wieder das Logo plus Atlantis. Hier in diesem Balken bei dem Super Joule Case lesen wir noch ein Zitat. Ich habe gesucht, was immer in mir war. Unter meiner Wut liegt noch ein Kind begraben. Atlantis. Auf der Seite dann Richter Atlantis in Rot und Weiß. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 13 Tracks und wir haben hier 3 Features. Zweimal ist Timeless mit drauf und einmal, muss ich ehrlich sagen, kenne ich nicht, Luki. Ich schätze mal, den spricht man so aus. Also 3 Features auf 13 Tracks. Dann kommen wir als erstes zum Booklet. So, was haben wir hier? Auch wenn es unter dem Meeresspiegel liegt, auch wenn er unter dem Meeresspiegel liegt, ich weiß, dass es ihn gibt. Manchmal rede ich noch mit ihm. Also ich gehe mal davon aus, es geht hier um sein Inneres, um sein Ich. Was haben wir hier? Das sind scheinbar Supporter, die hier aufgelistet wurden. Nicht schlecht, okay. Das ist echt eine Menge. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt irgendwie die Vorbesteller waren, die hier verewigt wurden, nachdem ich das Ganze dann über einen privaten Verkäufer organisiert habe, werde ich hier natürlich nicht drin stehen. Aber da ist auf jeden Fall einiges los. Die Box war auch meines Wissens auf 999 Stück limitiert. Und ich werde das jetzt nicht zählen, aber es sieht echt so aus, als wäre hier jeder einzelne der 999 Personen verewigt worden. Nicht schlecht. Dann haben wir die Infos zum Album, bedeutet, wer hat produziert, das kann man hier nachlesen. Dann haben wir noch Special Thanks, okay, gut, also die relevanten Infos, bis in alle Ewigkeit, danke für alles, darüber ein Unendlichkeitszeichen, darunter lesen wir Richter und diesen haben wir dann hier auch abgebildet. So, dann kommen wir zur Album-CD, die ist in Rot gehalten, Rot und Weiß, auch hier wieder Richter unter Wasser. Dann schauen wir uns mal das Ganze an. Jawohl. Und auch hier haben wir wieder ein Zitat. Mein geliebtes inneres Kind, ich bitte dich um Verzeihung. So, jetzt wird es etwas schwer, weil da hier genau dann die Halterung ist. Es tut mir leid, dass ich nicht immer zugehört habe. Ich bin jetzt bereit, alles mit dir zu teilen. Ich bin da für dich. Ich höre dich. Ich liebe dich. Also, so eine Rückbesinnung, so ein Friedensschluss mit dem inneren Ich, mit dem inneren Kind. Das ist auf jeden Fall eine feine Sache. Dann haben wir die Bonus-EP, die Ich bin ich EP. Auch hier wieder unter Wasser, in diesem Fall etwas farbenfroher. Hier unten lesen wir dann noch Limited Bonus EP. 5 Tracks, in diesem Fall 5 Solo-Tracks. Und das Ganze kommt in einer Papphülle. So sieht dann die CD aus. Ich bin ich und Richter lesen wir hier. Das Ganze in dieser Wasseroptik gehalten. Papphülle. So, dann haben wir mit dabei eine Fahne in Schwarz und Weiß. Die machen wir mal auf. Ist für eine Fahne relativ klein, aber muss ich ehrlich sagen, stört nicht. Denn solche Riesenfahnen kann man eh ja, oftmals nicht wirklich aufhängen. Beziehungsweise ist dann nach ein, zwei Fahnen dann die Wand auch voll. Die Fahne ist hier etwas dezenter in Schwarz und Weiß, ganz einfach hier das Richterlogo drauf und auch die Größe hier recht überschaubar. Auf der Rückseite haben wir ein Zettelchen, hier haben wir die Info, wir haben es zu tun mit, kann man das lesen, mit 100% Polyester und diese Fahne hat dann hier keine Sachen noch extra, also hier sind keine Ösen oder nichts irgendwie, um einen Stock oder irgendwas reinzumachen. Das ist einfach eine Fahne, die man dann entsprechend mit, ja, eventuell mit Klebestreifen oder mit einem Nagel an der Wand befestigen kann, je nachdem. So sieht das aus. Wir packen die Fahne wieder zusammen. So, dann kommen wir zum nächsten Inhalt. Und zwar haben wir hier ein Büchlein. Das Ganze hier wieder im Design des Covers und hier steht dann noch was darunter und zwar Atlantis auf der Suche nach dem Glück.
Atlantis und hier wieder das Richterlogo plus ein Barcode. Das finde ich sehr spannend. Also scheinbar, eventuell kann man dieses Buch auch noch anderweitig erwerben. Ich war ehrlich gesagt der Meinung, dass es nur in dieser Box zu haben ist, aber nachdem ihr ein Barcode ist, vielleicht wisst ihr da mehr. Es tut mir leid, ich hole dich heim. Atlantis, auf der Suche nach dem Glück, Michael Richter. Okay. Okay, das ist also die Widmung, die werde ich euch kurz mal vorlesen. Jetzt, also ein letztes Mal, jetzt sitze ich hier. Ein letztes Mal gefangen an diesem Schreibtisch, der vermutlich mehr über mich weiß als ich selbst. Ich höre mir gefühlt 200 alte Songs von mir an und durchlebe 12 Jahre innerhalb von ein paar wenigen Stunden. Zu viel für meinen momentanen Gesundheitszustand. Während mein Herz manchmal am Rasen und manchmal am Aussetzen ist, bemühe ich mich ein letztes Mal. Für mich, für dich und für ihn. So, dann haben wir hier jede Menge Infos. Also es ist so ein bisschen autobiografisch, was sich so in seinem Leben ereignet hat, sein Werdegang, seine Diskografie. Jede Menge intime und private Einblicke hier in das Leben, in die Seele des Künstlers. Gefällt mir richtig gut. Werde ich dann auch mal im Detail durchlesen. Würde ich mir echt wünschen, dass das mehrere Künstler machen. Also Hut ab vor diesem Seelenstriptease, vor dieser Offenheit. Nicht schlecht. Eine Autogrammkarte ist auch mit dabei. Die sieht so aus im Hochformat. Auch hier wieder das Cover drauf und dann hier unten Richter mit schwarzem Stift unterschrieben. Auf der Rückseite sieht das so aus, der kleine, der junge Richter und die Adresse von Ecstasy. Ich habe die, glaube ich, heute mal aufgerufen, ist bei mir nicht mehr verfügbar gewesen, eventuell nur temporär, aber ich glaube, ich befürchte, die Website ist mittlerweile offline. Dann haben wir eine Auszeichnung, Auszeichnung für außerordentlichen Support. Vielen Dank. Richter Michael Richter, Ecstasy 2018. Du bist ein 48 Gang Member. Jawohl. Also auch hier das ganze Original unterschrieben mit schwarzem Stift. Kann man hier lesen. Sehr schön. Und zum Abschluss haben wir noch drei Sticker. Einmal den hier im Querformat Ecstasy Family Forever. Dann einmal hier Richterlogo samt Ecstasy Schriftzug. Der ist dann kreisförmig, kann man hier dann rauslösen. Und dann haben wir noch einen Spruch. Wenn du nicht mehr in der Lage bist, mach dir keine Sorgen, ich bin da für dich. Wenn der Himmel weint, strahle ich wie die Sonne durch die Wolken. Du bist nicht allein. Das Ganze quadratisch. Jawohl, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigten Sticker. Drei Stück an der Zahl, kreisförmig, quadratisch, rechteckig. Dann diese Auszeichnung hier. Die Danksagung für den außerordentlichen Support, original unterschrieben. Die Autogrammkarte, ebenfalls unterschrieben. Dann dieses Büchlein hier. Ich habe jetzt gar nicht geschaut, wie viele Seiten wir haben hier. Insgesamt, also 93 Seiten sind es geworden, dieses Büchlein. Dann die Fahne in Schwarz und Weiß. Die Bonus-EP in der Papphülle mit 5 Tracks. Sowie natürlich das Album im Super Jewel Case mit 13 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Atlantis von Richter. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Richter unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.